Hallo und willkommen auf unserem Kanal. Zum Thema Plasma Liquid erreichten uns immer wieder Fragen. Die häufigsten sind: Was ist Plasma Liquid? Wie wirkt Plasma Liquid? Welche Nebenwirkungen hat Plasma Liquid? Welche Keime werden durch Plasma Liquid eliminiert? Nun, diese Fragen würde ich gerne heute beantworten. Wir beginnen mit dem Thema, was ist Plasma Liquid? Plasma Liquid ist eine Lösung, die auf einer ECA-Technologie basiert. ECA heißt elektrisch-chemisch angereichert. Es handelt sich um eine Kochsalzlösung, die einem speziellen patentierten Verfahren elektrolytisch aufgeladen wird. Dadurch entsteht eine geladene Lösung, die im Einsatz im Körper, in der Nase, im Mund, im Ohr, in der Wunde eine Wirkung auf Keime hat, die osmotisch ist. Das heißt, es entsteht ein osmotischer Druck und Keime werden zerstört. Die Zellmembran, die Strukturen von Keimen werden zerstört. Die menschliche Zelle, die humane Zelle, tangiert das nicht, weil die ein deutlich höheres Widerstandspotenzial hat. Welche Eigenschaften hat Plasma Liquid? Plasma Liquid hat eine hervorragende Haut- und Schleimhautverträglichkeit und enthält keine körperfremden Stoffe. Das unabhängige Institut Dermatest hat die Produkte mit sehr gut bewertet. Plasma Liquid hat keine mikrobiellen Wirkungslücken. Es ist schmerzfrei in der Anwendung, wirkt geruchsneutralisierend und Resistenzen können nicht gebildet werden. Nach der Wirkung zersetzt sich das Produkt wieder in seine Grundstoffe Wasser und Salz und wird vom Körper absorbiert. Gegen welche Keime wirkt Plasma Liquid? Im Prinzip gegen alle relevanten Keime. Das heißt, Bakterien, Viren, Sporen und Pilze können der Wirkung nicht widerstehen. Auch alle multiresistenten Keime wie der MRSA-Keim oder der Pseudonomas-Keim können der Wirkung nicht widerstehen. Die Wirkung setzt unmittelbar ein und es kommt zu einer maximalen Reduzierung 99,9% aller relevanten Keime. Eine der häufigsten Fragen, die uns gestellt wird, ist, welche Nebenwirkungen gehen mit der Anwendung von Plasma Liquid einher? Es gibt keine Nebenwirkungen, zumindest sind keine bekannt. Bekannt ist ein leichtes Brennen bei ungefähr 40% der Patienten, die das Nasensprühgel von Plasma Liquid nutzen. Das liegt aber daran, dass die Nasenschleimhäute durch die Grunderkrankung entzündet sind. Dieses Brennen lässt in der Regel schnell im Laufe der Behandlung nach und kann vernachlässigt werden. Eine weitere Frage, die uns hin und wieder gestellt wird, ist die Frage nach dem Geruch. Der typische Schwimmbadgeruch ist typisch für die Plasma Liquid Serie und entsteht durch das spezielle Herstellungsverfahren. Manche Patienten haben beim Einsatz des Nasensprühgels Niesattacken. Das ist einem sensibilisierten Niesreiz zugrunde zu legen und eine Begleiterscheinung, die absolut vernachlässigt werden kann. Es gibt ein Gutachten der Reproduktionsmikrobiologie der Universitätsklinik Ulm, die besagt, dass unsere Produkte für Kinder und Schwangere geeignet sind. Und alleine diese Tatsache zeigt, dass die Produkte tatsächlich für den Menschen völlig ungefährlich sind. So, das war's für heute. Ich hoffe, ich konnte euch offene Fragen zum Thema Plasma Liquid beantworten, die vielleicht bisher unbeantwortet waren. Und würde mich freuen, wenn ihr in absehbarer Zeit wieder auf unseren Kanal schaut. Vielen Dank fürs Zuschauen.